Okay. Moment. Ah! Scared. It's just a book, Birdie. What? Was war? Ich habe nicht mal gesehen, was passiert ist. Wie ihr sicher wisst, mache ich ja schon seit einiger Zeit eine Koop mit AG1, die ich mir selbst ausgesucht habe. Die sind nicht auf mich zugekommen. Ich habe mich bei ihnen angeboten, meinte, ey, ich kaufe doch euren Kram eh schon. Ich nutze AG1 doch eh schon, weil es einfach super geil ist. Es sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen. Ihr könnt sie förmlich riechen. Ich mach dich gesund. Ja, das ist AG1 und das Besondere daran ist, dass es eine hohe Bioverfügbarkeit hat. Das bedeutet, dass euer Körper das besonders gut aufnehmen kann und das hilft dann wiederum beim Immunsystem, beim Energiestoffwechsel, Muskelerhöhung, die Muskelerholung. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Man unterstützt da von Kopf bis Fuß seinen Körper bei dem, was man sonst noch so macht. Und da würde ich euch natürlich empfehlen, dass ihr endlich mal mit Sport anfangt oder einfach viel lauft draußen, holt euch eure 7000 Schritte ab oder irgendwas in der Art. Es ist einfach nur gut, was zu machen. Das ist eine der besten Routinen, die euer Leben verändern wird. AG1 unterstützt euch natürlich dabei, aber ein bisschen was müsst ihr auch noch selbst machen. Und wenn ihr Bock habt, dann holt euch das, gibt ein Monatsabo, das könnt ihr jeden Monat kündigen, ihr seid da nicht lange gebunden und vielleicht bringt das ja bei euch was, vielleicht fühlt ihr euch dann bereit für die Anforderungen des heutigen harten Tages. Der Jäger und Sammler von damals, der weiß doch überhaupt nicht, wie schwer das ist, einen Parkplatz zu finden. Das sind wirklich, das sind 75 Inhaltsstoffe für ein geregeltes Leben im Jetzt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit. Hier findet ihr einen Link, natürlich auch in der Beschreibung. Einfach mal draufklicken, bestellen, einen Monat mal ausprobieren und dann hoffentlich in Zukunft auch weiternehmen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber dann habt ihr es wenigstens versucht und vielleicht bleibt eine andere Sache hängen. Irgendwie, vielleicht bleibt das Laufen hängen, der Sport oder das Fahrradfahren. Guckt einfach mal, holt euch Routinen und lasst euch von AG1 dabei unterstützen. Und da sind wir. Hallo. Wir spielen heute Layers of Fear. Das ist ein altes Horrorspiel, neu aufgemacht, eine Reimagination. Und es hat damals auf jeden Fall einen ziemlichen Impact gehabt, muss ich schon zugeben. Oh, Moment, hier nochmal kurz auf Fertig klicken. Hat einen ziemlichen Impact gehabt, weil es war, es hat aus Bildern Level-Elemente gemacht und das nicht zu knapp und auch nicht schlecht und das führt natürlich zu visuell ziemlich coolen Geschichten und letztendlich zu einem schönen Horrorerlebnis, das mal ein bisschen was anderes ist, als man läuft in einem Haus rum mit einer Kerze. Allerdings, es ist wieder ein Haus. Gut, alles hat irgendwie vier Wände, ist dann irgendwie ein Haus und draußen am Tag ist jetzt auch Horror nicht so geil und Wald hatten wir auch schon oft. Also gut, Haus ist gesetzt, kriegt ihr. Aber bitte mal ein bisschen was anderes als immer wieder dasselbe so. Immer dasselbe Horrorhaus, wo man dann irgendwie mal links, mal rechts rum durchläuft. So, das brauchen wir hier aber gar nicht befürchten, denn das Spiel ist ja schon quasi länger verfügbar, beziehungsweise das Original ist schon seit Jahren da. Gibt auch Nachfolger und jetzt eben das Reimagination. Okay, Layers of Fear, das Reimagined Horror Spiel, in dem es unter anderem um Gemälde geht, wie man sich sicher schon denken kann. Natürlich nehmen wir eine neue Geschichte. Okay, ich bin bereit. Hab ich richtig Bock drauf jetzt. Oh, mein Gesicht werde ich noch anpassen hier. Und ja, wir spielen auch Amnesia noch. Mach die Musik ein bisschen leiser. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing venerated. You took everything away, but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Taking what's mine. Hm.
Die Geschichte der Autorin, Kapitel 1, okay. Ist das denn mit der Lautstärke? Ich habe es eben noch ein bisschen runtergedreht. Ich mache es minimal hoch, sagt Bescheid, wenn es wieder zu laut wird. Aber ich will auf jeden Fall bei sowas dann die Atmo wirken lassen und nicht... Klar, meine Stimme und so, man muss mich schon verstehen, aber wichtiger ist mir, dass man... It made me think of your poem. Congratulations. Ja, dass man dem Spiel folgen kann, ne? Ja, das ist natürlich eins der typischen Elemente, so man kann alles, vieles nehmen und in der Hand drehen, ist insofern ja eigentlich nichts Besonderes. Das hat ja Yu Suzuki schon mit Shenmue damals gemacht. 2000 oder so war das. Oder früher noch. Ein Mann mit einem Krückstock. Ich habe übrigens das Original überhaupt nicht mehr so im Kopf. Never call him by real name. Include the most important facts from the newspaper articles about the scandal. Never tell where it is. No dates. Mid-20s? Okay, also einfach... Offensichtlich ist da ein Autor gerade in der Materialsammlung für seinen neuesten Roman. Old Victorian house paintings and portraits everywhere. He's rich. Real life famous paintings. Before leaving to the island, must visit an art gallery for inspiration. Das habe ich so im Gefühl, dass wir das hinkriegen. Also ein bisschen auch zeitlich eingeordnet hier direkt durch diese... Ist eine Öllampe, oder? Öl? Ja. Und dann natürlich dieses Prinzip danach immer wieder auch kopiert, vielleicht vorher auch schon da, aber hier auf jeden Fall gut umgesetzt, das Grabschen von allem. Nehmen, drehen, drücken. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home, the whole lighthouse is at your disposal. Ah, okay, das war schon. Dachte, dass sie das ja auch alles vorliest. Fühlen sich wie zu Hause. Der gesamte Leuchtturm steht ihnen zur Verfügung. Das Boot kommt einmal die Woche mit Vorräten an und wenn sie etwas brauchen, gibt es ein Telefon auf dem Gemälde. Wir wünschen ihnen einen fruchtbaren. Freudscher Verschreiber. Einen fruchtbaren und inspirierenden Aufenthalt. Das Management. Na gut. Danke an Desnerun, Klingone 23, Nightmare, Husti und andere. Ich hoffe, ihr seht genug. Später kann man natürlich, glaube ich, ein bisschen mit Lampen herumspielen und alles ein bisschen beleuchten. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Wounds, mental and physical, something about his service medals, okay, wie ein Kriegsveteran. No war, focus on the art and finishing the painting. Also es geht da, ich glaube, dass es um einen Künstler geht, der eben viel durchgemacht hat, unter anderem, wenn ich das jetzt einfach mal so interpretieren darf, Kriegsleiden miterlebt hat und der aber auch Maler ist und offensichtlich ist da ein Gemälde vielleicht noch nicht fertig und er schreibt über ihn oder ist er auch schon tot und es gibt ein unvollendetes Gemälde oder ist er verschollen? Achso, okay. Ist ein Holzanker eine gute Idee? Schwimmt Holz nicht? Ist ein Holzanker nicht eine furchtbar dumme Idee? Vielleicht kommt es auf die Form an. Wenn es die Ankerform hat, dann sinkt's. Jetzt willkommen im Land der nur minimal funktionierenden Generatoren. So ist das in jedem Horrorspiel.
Aber geile Optik. Also wirklich, das ist voll gut gemacht, auch im Vergleich zum Original. Das sah schon gut aus. Aber sie ist nochmal besser. But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Okay, danke Desmarin, dass du hier bist und abonniert hast. Wo geht's denn jetzt weiter? Irgendwie finde ich sowas faszinierend, so viele Kabel, die so schön geordnet sind. Das kenne ich hier gar nicht. Nee, das haben wir bei Rocket Beans mittlerweile auch. Aber hier bei mir haben wir es nicht. Gucken wir nochmal das Pilz an. Ratten, Menschen gedenken, okay, einfach nur Ratten in Ruhe lassen. Das hätte ich auch so gemacht, da brauche ich keine Hilfe. Nee, aber ich glaube, hier ist nichts. Kann man ein wenig noch die Schattenspiele bewundern. Eine Lampe würde ich mir wirklich gerne mal mitnehmen. Wobei es auch sehr, sehr harte Hölzer aus den Tropen gibt, die deutlich dichter als Wasser sind und dadurch untergehen. Ah, die fancy-schmancy-Tropenexperten hier im Chat. Aha, und an die Ökobilanz beim Rumreisen von den Tropen zu den anderen Tropen, da reden wir lieber nicht drüber. Warum ich dir deinen Tropenurlaub nicht gönne, tut mir leid. Nee, ernsthaft, finde ich interessant, wusste ich nicht. Da sind die Ratten, ne? Man kann sie hören. Ratten in der Dunkelheit. Man kann aber leider nicht alles nehmen. Was ich eigentlich ganz gut finde, dann hat man immer... Ja, eine Ausrede, warum man sich jetzt auch nicht alles komplett angucken muss, sonst ist es oft immer zu viel. Hat man ja auch bei Shenmue gemerkt. Man muss nicht alles angrapschen. Ist auch manchmal ganz gut. Nee. Ich mach mal eine Sache, die habe ich bei Day of the Tentacle gelernt. Auch mal Türen zumachen. Um zu gucken, ob nicht dahinter noch irgendwas versteckt war, was wir übersehen haben. Bisher sieht es aber eigentlich relativ unspektakulär aus, was hier rumliegt. Diese Hölzer... Oh, jetzt kommen hier aber wirklich die krassen Infos. Diese Hölzer wurden früher zum Beispiel als Gleitlager für die Achsen von Kutschen und Co. verwendet, da sie so dermaßen hart und selbstschmierend sind, dass sie besser funktionierten als Stahl auf Stahl. Das sind so viele Anspielungen, die ich jetzt benutzen könnte. Da kenne ich noch so viele andere Sachen, die so dermaßen hart und sogar selbstschmierend sind. Da könnte man auch eine ganze Kutsche manchmal draufhängen. Okay, ich brauche schnell den Schlüssel, damit wir hier die so unangenehme Situation wieder wegbekommen. Ach, da geht's ja noch weiter. Hätte man nicht drauf kommen können, dass da eine Ecke ist. Huh? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Da geht das Telefon. Aber ich habe Zeit. Ich lese mir erstmal alles durch. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. You're... Ich meine, es scheint ja um uns zu gehen in diesen Nachrichten, aber sie hat einen komischen Ordnungsstil, oder? Das alles irgendwo hinzuhängen. Also, Marriage, Accident with Fire, Destruction of Marriage, Metaphors, Shape, Changing Environment, Avoid as Science Fiction Nonsense. Every second chapter in here, perhaps. Man kann es kaum lesen. Was für eine Sauklaue! Bist du Arzt, oder was? Das ist auch nichts. Ah. Hallo. Hello. I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible.
I will remind you that you signed a contract. So it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Now that was a conversation I was too sober for. Weil normalerweise lässt man Autoren ja in Frieden, man gibt ihnen den Vorschuss und dann nervt man erst viel, viel später und fragt, wo die Scheiße bleibt. 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer. And? Ich weiß halt nicht genau, die scheinen ja mich zu meinen, oder? Andererseits, warum liegen hier all diese Zettel so rum? Ah, ich kann nicht hoch, verdammt. Aber es sieht doch keiner. Der ganze Turm gehört dir. Ja, jetzt will ich da hoch. Habt ihr auch gehört, ne? Okay, es ist schon sehr dunkel. Ich glaube nicht, dass man hier wirklich hier noch irgendwelche Items suchen muss. Man soll ja einfach verstehen, dass man hier jetzt erstmal nicht hinkommt. Na gut. Dabei bin ich so gut im Spionieren. Und ich kenne mich durchaus mit einigen Leuchttürmen mittlerweile aus. Bioshock. Bioshock 2 und Bioshock 3. Es gibt sicher noch mehr. Ah, einer meiner Lieblingsteile ist, das ist wirklich ein ganz kleines Indie-Ding. Someone Lives Under the Lighthouse. Kann ich euch echt empfehlen. Ist irgendwie hat es mir Spaß gemacht, hat ein, zwei schöne Ideen und geht auch nur ganz kurz. Und ist richtig schöner Retro-Horror mit PlayStation-Optik. Okay, wir haben also, nehme ich mal einfach an, 1955 oder später und jemand hat sehr lange schon den Kalender da liegen gelassen. Schlüssel für die ganzen Geschichten wären nicht schlecht, ne? Für die ganzen Türen. Vielleicht wollten sie mich auch nur daran erinnern, dass ich jetzt zur Schreibmaschine soll. Als ob ich da die Tür auflasse. Das ist so das klassische Problem, ne? Kaum will man sich hinsetzen, um endlich den Bestseller zu schreiben. Ist immer irgendwas. Warte mal. Die stand aber vorher nicht da, oder? Die stand doch eher mittiger und das Ganze... Ich weiß es gerade nicht. Jetzt fängt schon an, dass es mich ein bisschen verwirrt. Das würde irgendwie passen, dass sich das jetzt gerade verändert hat. Aber vielleicht habe ich es mir auch noch eingebildet. Ich weiß noch, dass ich hier drüber geguckt habe. Nee, da hat sich nichts verändert. Das habe ich mir nur... Seht ihr, ich bin schon so in diesem Modus... Der einsamen Verrückten. Das kann ja nicht nur hier sein, ne? Da liegt doch auch Kram rum. Nee, okay. Ich nehme an, dass die Rohre... dass das alles zu diesem Kabelstrang führt, wo ich hin soll. Der Kartoffelkeller! Es ist nicht A Plague's Tale. Oh, wenn das mal jetzt nicht das Gemälde ist. Farbe, Terpentin, Schmerpentin, Serpentinen, alles hier.
Das war ein gutes Geräusch. Das war ein gutes Geräusch. Die Kettensägentür. Ey, hier müsst dringend mal einer die ganzen Kabel irgendwie ordnen. Das ist einfach keine gute Beleuchtung. Schade, ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Krasses, aber wir haben schon gemerkt, wir haben so ein bisschen den Doppelblick mittlerweile. Und sehen Dinge, die gar nicht da sind. Okay, ich glaube, wir können wieder zur... Ich gehe trotzdem nochmal runter. Ach nee, rund ist ja gar nicht unten, ne? Ist ja nur hier. Nee, dann ist da nichts. Dann gehe ich jetzt wieder zu meiner Schreibmaschine. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Du sollst schreiben, die will gar nicht arbeiten. Da werde ich langsam auch empört. Stellvertretend für den Arbeitgeber. Jetzt ruft die hier ihre Freundin an. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Der Sohn hat auch keinen Bock mehr, ne? Geh endlich arbeiten, denkt er sich. Irgendeiner muss ja meine Medikamente bezahlen. Okay, so. Ich wollte kurz sein, dass jetzt besser ist. Terry, Terry Lady? Oder, ne? Müsst ihr gucken. Besser. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Jedes Porträt, das mit Gefühl gemalt wird, ist ein Porträt des Künstlers, nicht des Modells. Aus dem Buch Das Bildnis des Dorian Gray. Für einen Hund nehme ich an. Alter, der hat ja gar keinen Bock. Du kommst jetzt mit! Du kommst jetzt mit, denkt sich der Adler. Das ist das letzte Mal, dass ich dich alleine in der Kita gelassen habe. Warte mal, bis wir zum Horst kommen. Er kriegt das Kind aber ganz schön einen Grund zu pinkeln. Oh, hier sieht man, was hier alles schon lag. Eine Pfeife, ein Schnurrbart, eine Glühbirne, ein Pantoffel und ein Ball und ein Telefonhörer. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spraying. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Das ist frech, ne? Wir haben die Ratten ja gesehen. Oh, was da? Ha, die sind doch viel zu klein für mich. Das sieht toll aus, oder? Sowas mag ich sehr.
wollt ihr da nicht auch einmal so mit der Hand einmal so durchschmieren? Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. One awestruck critic who wished to remain unnamed went as far as to invoke Regen, hallo? The spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Its distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event in the company of his beautiful fiancée, looking stunning in her black gown. Revealed to us exclusively that the couple are indeed expecting. Did they fuck up the length? Bologna prosthetis, okay. Also eine Knieprothese. Und der Firma Achilles. Ironisch. Also das Wasser ist also echt schön gemacht. Das könnte ich mir irgendwie den ganzen Tag angucken. Warum machst du das denn nicht aus? Ist ihr egal, ne? Ist ja nicht deine Wasserrechnung. Ah, da sehen wir auch nochmal die Orden. Zumindest die, von denen wir denken, dass die dem Maler gehören. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Ah, now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. Danke, Mr. Dabolina. Ja, du kannst gerne, wenn das nicht dein Genre ist, kannst du gerne ein andermal wiederkommen. Ich mache hier alles Mögliche. Schon der zweite Indikator an einen Hund. Doch nirgendwo ist der Hund. Ja, so eine, wie eine Tigerente, nur als Zebraente, oder? Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass das hier so rausgerissen wurde. Das ist ja auch nicht normal. Da hat sich jemand ausgetobt. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although, I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Danke, Dark Drago und lieber Mr. Dabolina. Das ist nicht schlimm, wenn du was verpasst hast, weil wir eh erst anfangen. Also, wir sind einfach nur auf der Suche. Vielleicht erst guck ich oben erstmal nach dem Büro. Wir sind einfach in diesem Gebäude, um ein Buch zu schreiben, haben einen Auftrag, können aber auch einfach hier rumlaufen. Ich auch. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass die hier wirklich nur mit Zetteln kommunizieren. Mich eingeschlossen. Also wir suchen einen Schlüssel, damit wir durch die Tür unten reinkommen. Dann ist da noch der Keller, aber vorher eben dieses Musikstück. Kann ich? Nee, schade. Aber auch sehr schön verziert.
Aberdeen County School. Okay. Das ist ja wohl wirklich ganz eindeutig etwas Relevantes hier mit den Bildern. Was ist das für ein fieser Möb da hinten auf dem Bild? Da möchte ich mal direkt wieder rausgehen. Oh, haben wir das gesehen mit dem Glas? Seht ihr die, das gewellte Glas? Weil damals Glas natürlich noch nicht so nämlich so perfekt war wie heute, ist das so komisch gewellt gewesen. Manchmal dicker, manchmal dünner. Und das hat man hier gerade gesehen. Das ist der Hörer. Das ist jetzt mal echt der Hörer. Aber der gehört doch da hinten auf den Tisch. Kann ich den nicht mitnehmen? Mein Gott, ein drahtloses Telefon. Alter. Okay, also. Rotkäppchen und der riesige Monsterwolf, der haut erst die Oma weg, als wäre es eine richtig Doppelportion Nudeln. Und dann liegt der Wolf im Bett und denkt sich, haha, die dumme Rotkäppchen ist so doof, dass sie gar nicht merkt, dass ich nicht die Oma bin, und frisst das arme Rotkäppchen auch auf, ne? Ja, und dann fängt alles wieder von vorne an. Interessant. I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Bisschen wie eine Soap, der man hier in Zettelform hinterher schnüffelt. Das gehört doch ganz eindeutig auch auf diesen Tisch. Tja, scheinbar ist es kein Rätsel. Guckt euch doch das mal an, das bärtige Baby. Das sind die Vorahnen von Chewbacca. Kann mir doch keiner erzählen jetzt, bei Ärzte, wie siehst du denn aus? Wen soll man das denn erzählen? Wow. Da ist ja der Schlüssel, von dem wir so viel gehört haben. Let me ask you. One simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Okay. Krass. Ich fand das eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Kann man schon machen. Das bärtige Baby ist übrigens tatsächlich ein echtes Bild. Wird mir im Chat gerade gesagt. Danke an Hackbards und Ellie Tress. Und nein, Chrisis, noch habe ich keinen Amnesia weitergespielt. Habe ich aber vor. Heute wollte ich jetzt erstmal dieses neue Layers of Fear, das Remaster, mir angucken. Oder Reimagination. Weil ich da noch sehr schöne Erinnerungen dran habe. An das erste Mal, ich das gespielt habe bei Rocket Beans für After Dark. Aber es hat auf jeden Fall einen ruhigen Anfang. Also ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen. Natürlich, es sind immer die Kinderzimmer, ne, die spuken. Geister wissen schon, was creepy ist. Werden da doch hier die Zeichnungen korrigiert. Lass das Kind doch pink malen.
Die ganzen Entwickler denken sich auch immer bei diesen Spielen, oh, endlich kann ich die Kinderzeichnungen von meinem Buben irgendwo unterbringen. Aha. Da würde ich jetzt direkt denken, vielleicht steckt hinten was fest und würde da direkt ein Rätsel vermuten. Kann man auch in die Hocke gehen? Hängt einfach. Einfach so ausgekugelt. Gut. Ekelhaft. Ist das das Haus, in dem wir sind? Könnte sein, ne? Früher war das ja gang und gäbe, so ein Haus einfach nachzubauen als Kinderspielhaus für, ja, halt für die Kinder, ne? Wenn ihr wisst, wie diese ganzen Gemälde heißen, die hier wahrscheinlich einfach gecopy und pasted wurden, weil sie wahrscheinlich rechtefrei sind, dann sagt Bescheid. Würde ich hier gerne mit einbringen. Ja, das ist der erste Layers of Fear Teil. Der wurde jetzt reimagined. Okay, hier waren wir, glaube ich, schon. Nee, noch nicht. Ich bin working all night. Don't wake me up. Also die hatten eine ganz komische Beziehung. Die Leute, die hier gelebt haben. Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, she was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years, stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of its harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, there's more to performing music than enthusiasm and a pretty face. When asked if, after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said. Hm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Verantwortlichen hinter diesem Leuchtturm hier immer wieder Künstler eingeladen haben, verschiedener Art, manchmal unter Vortäuschung falscher Tatsachen, wie diese Preisausschreiben-Geschichte, dass du irgendwie gewonnen hast, hier zu leben und so, der Klassiker. Weil es sind schon sehr viele Künstler, die auf die eine oder andere Art wohl gelebt haben und scheinbar hat keiner ihren alten Kram weggeräumt. Was natürlich auch kein gutes Zeichen ist. Eine Stradivamonzi. Sehr teuer, unbezahlbar, fast schon. Spielt aber leider scheiße. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth. When the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined to comment on today's tragic events. Das ist interessante Info aus meinem Chat, kurz an der Stelle. Ist ein Remake von Teil 1 DLC und Teil 2 in einem Paket inklusive einem neuen DLC um die Musikerin und einen finalen Part, der wohl alles verknüpfen soll. Gameplay und spielerisch gibt es auch ein paar Anpassungen. Also es ist ein ziemlich komischer Mix aus verschiedenen Sachen, die man kennen kann, aber nicht kennen muss. Also hängen wahrscheinlich auch diese ganzen Geschichten hier, diese Zettel und alles vielleicht auch damit zusammen. Das sieht aber irgendwie komisch aus, ne? Aber dieser Erker, na gut. Soll wohl so sein. Sorry. Ah, da ist der couldn't sleep. Stock. The legs have been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you.
Okay, also der Typ, der seiner Frau die ganze Zeit die Dinger schreibt, die Zettelchen, das ist der, den wir auch schon gesehen haben, der diesen Stock benutzt. Und wahrscheinlich ist da auch die Prosthetic-Rechnung her. Und der ganze andere Kram hier eben auch. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen was gelernt, aber nichts wirklich Neues bekommen. So, wir haben aber den Schlüssel unten für das Büro oder für den... Weiß nicht, was das ist. Die Akustik von diesem Regen ist einfach gut gemacht. Das sieht aus wie das Gemälde, mit dem man anfängt. No, this is private. Ist doch egal. Willst du es doch wissen? Woher willst du wissen, dass es private ist, wenn es nicht liest? Na, das Bild gucken wir uns gleich an. Das heben wir uns auf. Anti-Pain. Okay, also alles sind irgendwelche Kunstutensilien oder Schmerzutensilien, also Medical Supplies oder irgendwelche Broschen oder aus dem Ersten Weltkrieg irgendwelche eiserne Kreuz oder was ist das? Ich glaube schon. Da ist wahrscheinlich dann auch die Verletzung im Krieg her. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das wären Fußabdrücke, aber irgendwie. Ah, okay, 6 verschlossene Türen. Ende es. Na gut. Gib mir mal ein Edding. Da, die Wachsmalstifte. Das wäre, glaube ich, richtig. Oh ja. Ich meine, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es kann natürlich sein, dass das auch mir was zeigen soll, nämlich, dass es vielleicht... Nee, ist aber nur kaputt. Ist für immer kaputt jetzt. Und ich dachte, weiß nicht, dass man manche Sachen vielleicht hintenrum rausdrücken kann oder so. Wäre interessant für Rätsel. Hm. Wie soll ich das denn beenden? Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists. And yet they clung to it. Ah, das Leiden des Künstlers. Er verliert sein Künstlerdasein, wenn er sich anpasst. Der Unangepasste. Aber immer noch nichts zum Malen. Also zumindest nichts, was ich jetzt anklicken könnte. Das hier ist so, glaube ich, der Platz, wo man dann Modell sitzt, ne? Danke, Nenja147. Celebrate the wedding.
Ah! Da stand eben noch just out of reach. Übrigens hab nicht ich das Fenster zugemacht. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Okay, deswegen auch das Klavier. Danke an der Stelle an CRS65. Dorian Gray, Oscar Wilde, das Gemälde, das anstelle seines Besitzers altert. Was ich immer noch für eine gute Idee halte. Also warum sollte man das als so eine Art Horrorwarnung vor Narzissmus und Egoismus oder halt einfach den Fokus auf sich selbst und auf seine Äußerlichkeiten sehen, wenn es doch funktioniert hat. Hat doch alles wunderbar funktioniert. Der Typ war saulange jung und das Gemälde war am Arsch. Ist doch, what's not to like? They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Aha. Da habe ich doch ein bisschen Leinwand. I can't remember the last time I wore these. The last time I could move freely. Oh! Jetzt mal ganz kurz. Ich hab doch eben noch eine Frau mit schwarzer Haut gespielt. Auch die Hand war doch... Und jetzt hab ich... Was? Jetzt bin ich so ein Weichkäse? Was ist jetzt passiert? Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich meine, er hat doch auch gerade jetzt scheinbar über seinen eigenen Schuh gesprochen. Habe ich mich jetzt gerade verändert? Als Person? Bin ich gerade zu einer anderen Person geworden? Oder war das ein Zeitsprung? Ah, alles voller Wein. Die Scheiße kriegst du nie wieder ab. Jetzt spiele ich ja echt jemand anderen, oder? Ich raff gerade noch nicht, was das ist. Ich habe angefangen als Mutter mit einem Sohn. POC würde ich jetzt sagen. Man sieht ja nicht viel, ne? Man sieht ja nur die Hände. Und jetzt bin ich eindeutig ein Kerl und hab weiße Haut. Jetzt verstehe ich so langsam, dass das auf jeden Fall ein bisschen was Besonderes ist hier. Ein bisschen subtilerer. Ist ja nicht mal Horror, aber mysteriös alles hier. Bart! Morillo Seipsum Depin Gens Profilorium Votis Aprecibus Explendis. Du warst auch erst in einem Leuchtturm und jetzt in einem großen Haus. Wo war denn da der Break? Wo war denn der Break von dem Leuchtturm zu dem Haus, sag mal? Wir sind in eine Tür und plötzlich waren wir in dem Haus, ne? Ich dachte einfach, naja, das ist so an dem Leuchtturm quasi das angedockte Haus, weil eigentlich finde ich, man kann in dem Leuchtturm doch nicht ernsthaft wohnen. Alter, eine Doppeltür! Das ist ja derselbe Opa. Ah, und diesmal habe ich ihm den Ring geklaut. Ach, sie hat angefangen zu schreiben. Ich verstehe. Danke für den Tipp. Ja, ja. Aber beim Schreiben, okay, dann war das so. Sie hat angefangen zu schreiben. Aber ich dachte, beim Schreiben ist doch was passiert und dann sind wir wieder aufgestanden. Oder hat sie getippt und dann war man plötzlich an der Schreibmaschine? Oder vielleicht habe ich den Moment auch einfach verpasst, weil ich in den Chat geguckt habe.
Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Na, es war aber schon so ein leichtes Gierschlundlachen. Und weißt du, was auch künstlerisch noch viel besser wäre, wenn du dein Oberteil ein bisschen wegschieben würdest, ein bisschen nach oben. Hab ich den jetzt umgebracht, weil ich ihm seinen Ring geklaut habe? Ein lustiges Bild gesehen, da musste ich echt lachen. Und zwar war das so auf der Ecke gemalt. Never forget. Und dann so ein kleiner Dinosaurier. Das ist super lustig. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir dürfen sie nicht vergessen, die Dinosaurier. Andererseits, Millionen von Sechsjährigen werden schon dafür sorgen, dass wir Dinosaurier niemals vergessen. Alter, der ist ja zweimal da. Der linke sieht aus wie Florentin, oder? Als wäre da so ein kleiner Florentin versteckt. Oh, ich sehe schon. Die sind alle so. Das ist aber auch kein nettes Bild, oder? Aber irgendwie ganz cool. 10 einer Ehe. Interessant. Und ein halber Apfel. Das ist natürlich auch, ne? Weil die Frau und der Apfel und so und dieses Ganze. Ganz sicher gibt es ja auch wieder irgendwelche religiösen Andeutungen. Gibt's immer. Hasst ihr das nicht auch? Da wollt ihr einmal FKK baden und dann werdet ihr von einem Barsch aufgesaugt. Oh no! Ja, jetzt musst du dann da drin leben. Wow. Das war also das, was da vorhin so lag. Okay, wir verstehen es jetzt so langsam. Es gibt so eine komische Aufspaltung der Gemälde in die Realität. Und bei gewissen Bildern würde ich das offen gesagt nicht so gerne haben. Aber wenn da jetzt so ein riesiger, so ein Schatzraum wäre und dann dröppeln so die Goldstücke runter. Das wäre jetzt auch nicht verkehrt. Würdet ihr auch nicht meckern, ne? Moby Schleck, genau. Moby Schleck. Er will ihn nur einfach, er will den Bart, er will den alten Mann einmal kurz kosten. Er spuckt ihn danach wieder aus, keine Sorge. Boah, die Soundkulisse ist schon mal richtig nice. Es ist auch so richtig schön verwirrend alles. Muss ich direkt an Evil Dead denken. I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Alan Wake ist natürlich auch noch ein ähnlicher Titel, der, also nicht ein ähnlicher Titel wie das hier, aber auch der auch mit dem Leuchtturm und üblen Kräften zu tun hat. Da freue ich mich so tierisch auf den zweiten Teil. Oh Mann. Sharper.
Das meine ich. Das ist eine gute Implementation dieser, was auch immer das ist. Endlos Wein aus der Wand. Mm. Sorry, I haven't written in a while. I've been swarmed with work. I gotta tell you, your last letter was troubling, to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The Lady in Black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classics. Anyway, I'll keep looking. You just hang in there and focus on your work. I know you still have it in you. I believe in you. Interessant finde ich, dass da unten noch "mach ich nicht" steht. Ja, da hadert jemand mit seinen neuen Gemälden. Die alten magischen sind natürlich die allergeilsten. Wahrscheinlich hat er einen Pakt mit irgendeinem Teufel oder so eingegangen, damit die alten Gemälde richtig gut abgingen. You can't fight her, she will break you. Die Scheiße könnt ihr aber schön wieder selbst einräumen. Also, ob ich hier euren Geisterquatsch mitmache. Die braucht mal einen, der in die Leviten liest, hier die ganzen Geister. Wir sind viel zu lange alleine hier. Ja, ich weiß, ich habe die Zahl nicht. Bird is the word, ey. Was haben wir denn hier? Irgendeine Zahl vielleicht? Hier vielleicht auch nicht, ne? Nee. Ich weiß natürlich nicht, wo ich genauer hingucken soll, aber ich nehme an, dass das Zahlenrätsel schon irgendwo hier liegen wird. Vier. Das sieht ein bisschen aus wie dieses Gemälde, wie diese Fresko von Jesus, die dann diese arme Frau restauriert hat. Und sah dann einfach so beschissen aus. Aber ich find's ohne Scheiß danach besser. Also, es sieht scheiße aus, aber ist das nicht auch cooler als das Einhorn davor? So, wer braucht schon perfekte Sachen? Wir brauchen Quatsch, da die Ratte ist die 9 ab jetzt. Und eine weitere Nummer wartet hier beim Fox. What does the Fox say? 666666666666694. Okay. Komm, das war ja super easy. Kein guter Weg, seine Sachen zu sichern, finde ich. Ja, 9. Nee? Ach komm. Ah, dann ist es vielleicht andersrum, ne? 4, 6, 9. Nee? Ach, das glaube ich nicht. Ihr irrt euch. Okay, dann können es noch 4, 9, 6 sein. Okay. Moment. Ah! Don't be scared. It's just a book, Birdie. Was? Was war? Ich habe nicht mal gesehen, was passiert ist. Okay, ist da noch eine Zahl? Nee, ne? Eine 6.
Also. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Hast du genug Bücher hier? Okay, wir gucken nochmal. 496 steht hier schon, okay. Also ich würde halt sagen, ach nee, 69, aber das habe ich auch schon eingegeben. 694 habe ich schon eingegeben, oder? 694. Du hattest eine 5 beim ersten Mal. Ah, okay. Danke. Da höre ich doch jemanden rumlaufen. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our family. For a family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Aber auch geil, oder? Alles sehr weird, aber mir gefällt es sehr, der Stil. Okay, das brennt und hier vorne ist... Da ist ständig alles anders. Okay, ich glaube, wir sind... Sind wir schon in dem Gemälde? Eigentlich suchen wir doch noch unsere Sachen. Prosthesis snatchers, insatiable bastards. Can't afford a new one. Why the damn leg? Sind da auch so kleine Mäuseaugen drin in den Löchern? Beautiful dream last night. I dreamt he came to me. Embrace. Don't worry. You're not alone. Perfect relationships may look great on the silver screen. But the rest of us mortals have to face the simple truth. Nobody's perfect. And you know what? That's fine. In fact, many loving couples struggle with day-to-day life in a relationship. This does not make them any less special. It just takes some work. And we're here to help. Our consultants, all trained experts in their field, will help you identify the source of your troubles and deal with it at your own pace. Whether it's simple miscommunication, money problems, or conflicting personalities, where there's a problem, there's always a solution. And ja, ja, es ist nie zu spät. Das würde ich auch auf dem Pamphlet schreiben. The past holds back. Da. Eine alte Idee von mir. Baby Wrestling. Wurde nicht genommen.
Also jeder, der sich für Bilder interessiert und für Kunst generell, kann ja auf jeden Fall ganz viel zum Angucken finden, finde ich. Weil ja wahrscheinlich einige von diesen Gemälden, wahrscheinlich sogar sehr viele, bekannte Gemälde sind oder in irgendeiner Form relevante Gemälde, die ich nur nicht kenne, weil ich halt ein Banause bin. Das ist weird, oder? Wenn ich von hier durchgucke, sieht's aus, als wäre da kein Bild. Aber hier sieht's aus, als wäre da ein Bild. Aber sobald ich dann von hier komme, ist kein Bild. Das ist ja wild. Wie kann ich diese Bilder sehen? Also um die Ecke lunsen, ne? Möchte man eigentlich. Was wäre wohl, wenn ich mit dem Kopf da durchgehen würde? Das ist interessant, aber ich kann hier nicht viel machen, doch ein Zettel. I have a new set, less flashy this time. You were right, it works better. I can't wait for this opening. I've never dreamed of making art together with you. Here we are, and it's all I could have wanted. Eigentlich doch eine sehr schöne Beziehung zwischen diesen beiden Künstlern. Obwohl sie natürlich ein komplett langweiliges, bodenständiges Leben führen. Ja, okay, vielleicht muss ich durch die Dinger irgendwas sehen. Ich gehe einmal so um das Ding rum, ob sich da irgendwas im Hintergrund verändert, irgendwelche... Nee, so nicht, okay. Da vielleicht. Ah! Seht ihr? Vielleicht, wenn ich jetzt hier hingehe. Nee, auch nicht. Okay, wir gucken mal weiter. Also, das war doch schon mal sehr interessant. Das hat schon mal was gebracht. Da ist also ein Bild. Okay. Wir können nur nicht drauf zugreifen, aber hier sehen wir es wiederum nicht. Ha! Hä? Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ah, das ist nicht so gut. Nicht so arrogant an. Ja, du hast da halt 5 Pinsel. Der richtige Künstler braucht nur einen Pinsel. Angeber. 5 Pinsel pro Led. Mann! Okay, die Tür geht nicht auf. Was ich brauche, ist ein Schlüssel. Für die unsichtbare Tür, die nicht aufgeht. Aber vorher würde ich wahrscheinlich ist hier irgendwas noch drin. Da, in diesem Ding. Wie komme ich denn da ran? An dieses unsichtbare Gemälde. Wie komme ich da hin? Also der Rahmen ist von außen. Ne, warte mal. Ja, er ist auch leer. Ah, jetzt ist es wieder da. Ich werde wahnsinnig. Das ist der Schlüssel. Aber ich will den Schlüssel. Ha! Halt's Maul, Regen. Das ist ja so lustig, ne? Das sind nämlich alles die Gemälde, die da regnen.
How can two people who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? My husband barely speaks to me anymore. He just slithers in and out of his study, obsessively working on one veiled painting after another. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. The look he gave me the other day. That pathetic, hurtful look. A combination of shame, guilt, and repulsion. I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Still, being the good wife that I am, I decided to realize my husband's fantasy. If he thinks me a monster, I will sure as hell act the part. Das ist, glaube ich, eine relativ wichtige Information hier, dass die Frau sich entschieden hat, nachdem sich beide auseinandergelebt haben, dass sie jetzt sich auch so benimmt, wie er sie behandelt. Ich würde gerne mal was von diesen Failed Paintings sehen, ob die wirklich schlimm waren oder ob sie das nur denkt oder so. Der ganze Kram ist hier unten rausgefallen, oder? Irgendwie. Es fühlt wirklich sich... Oh, das ist ja geil! Seht ihr das? Da ist irgendwas passiert, ne? Nimm, 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 da stand vielleicht jemand und dann ist der hier original rausgelaufen. Ihr seht es, ne? Ja. Geil. Sowas mag ich ja. Watch him drown. Wen? Ah. Der wird aber gleich von dem Barsch gerettet. Ach nee, guck mal, rechts schon wieder so ein Hai. Ach. Interessant, aber da lässt er keinen mehr mit retten. Den besten Blick hat, finde ich, der Typ hier genau im Schritt zwischen dem Mann mit dem Stock. Der guckt genau unter den Klöten auf den hilflosen Mann im Wasser. Da ist der reingelaufen? Sieht hier einer so aus, als ob er nicht dahin gehört? Warum ist der nackt? Viele Fragen. Dear Sir or Madam, we must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Some of us have to get up early and work for a living. We need our sleep. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. Okay, das links da sieht auch schon gleich wieder sehr interessant aus. Oh, das natürlich auch. Zugemauerte Türen. My home is my castle. Locked inside, I am safe. Okay, die werden ja einfach alle langsam irre. Und dann noch die Nachbarn. Habt ihr schon mal so viele Maden gesehen? So gut ausdefiniert. Da hat er oben die rechts. Sie will aus dem Gemälde entkommen. Keine Chance. Sieht ein bisschen aus wie abgetrennte Finger.
Also atmosphärisch und visuell ist das wirklich toll. Auch schön umgesetzt. Das war schon im Original hübsch. Aber hier hat man echt nochmal ein bisschen mehr zu gucken. Aber echt, ne? Immer dieselben Räume. Ach, die habe ich jetzt einfach. Okay. Ah, okay, irgendwas muss ich hier einstellen, ne? Also einstellen, hinstellen, aktivieren, was auch immer. Aber das ist doch nicht ohne Grund. Denke ich mir. Ja, da vorne. Genau. Liegt ein alter Fisch in der Schublade. Jetzt wirklich? I hated it. Always felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. Aber es ist doch eine kleine Hand. Fischkarte! Woo! Ach, herrlich. Macht das nicht. Ich dachte, er kann es irgendwie anmachen. Licht machen. Ah, ist Licht. Okay. Alter. Boah, was die da alles haben. Alles, ne? Alle Schildkröten, Wal, Rosse, Biber, Flundern, Kraken, riesige, hier, wie heißen die, diese riesigen spinnenartigen Krebse. Alter, einfach alles, ne? Alles rein in den Borscht. Ah, hier sind wir wieder rausgekommen, okay. Man kann ihr nichts mehr trauen. Am Ende ist alles irgendwie anders. Ich dachte nur, dass das most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Was für ein Heiratsantrag. In an unexpected experimental streak in his usually conservative endeavors. Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition opening in his gallery. Quote, "This is a great day for me and my wife," said in the opening speech. Quote, "For us, this is not only an exhibition, this is how we want to live our life. This music accompanies my paintings just as she will accompany me in the future. It is rumored that after the exhibition, some kind of arrangement was set between Caldwell and
Das muss ja auch nochmal relevant werden, dass die ganzen Namen ausgegraut sind, immer nicht leserlich sind. Warum das so ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber das ist auf jeden Fall noch relevant und wichtig. Da schreibt gerade jemand was Interessantes, nämlich BeAtDude. Was richtig klasse ist, es wurden die Entscheidungsmöglichkeiten stark vereinfacht, dass man die verschiedenen Enden besser und klarer erspielen kann. Das war im Original nicht so schlimm, Original so schlimm und bis heute nicht zu 100% klar, was man genau für die verschiedenen Enden machen muss. Ich wusste nicht mal genau, dass es verschiedene Enden gibt. Aber dazu muss man, glaube ich, erstmal verstehen, worum es überhaupt geht, bevor man sich entscheiden kann, wie man das Ende haben will. Das ist jetzt schon so Resident Evil. Resident Evil Ekel, ne? Mit dem alten Brothumpen. Alter, schimmeliger Brothumpen. Ich glaube, das ist, wenn man zum zweiten oder so zum zweiten Mal durchspielt. Okay, Tod durch Apfel. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor. Hat er sich seine, wollte ich gerade sagen, carefully flayed the skin. Hat er seine Frau gehäutet? Oder sich selbst? Auf jeden Fall wurde jemand gehäutet. Zehn Kilogramm Äpfel. 30 Schnaps. Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. Ja, da hat sie wohl noch versucht, mit ihm zu connecten, aber der war schon längst drüber. Hier, Mehl, das hat ihn, das ist das Einzige, was ihn noch interessiert hat, das weiße Pulver. Dadurch konnte er natürlich die ganze Zeit wach bleiben, wissen wir ja. Mehl hält wach. Hm, kann ich hier eventuell welche, oder sind das die, die ich schon gefunden habe? Nee, weil ich habe, also ich weiß es nicht, ne? Ein paar Sachen, drei habe ich gefunden, aber der andere Fetzen ist dann wohl für ein anderes Gemälde oder so. Aber jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang schon mal waren. Ja. Wer ist wohl der Maler von den beiden?
Okay, jetzt wird schwierig, weil jetzt muss ich erstmal die ganzen Möglichkeiten abchecken, wo ich jetzt hingehen könnte, jetzt wo wir wieder am Anfang sind. Gleich nochmal gucken, ob ich irgendwo einen Schlüssel habe, der vielleicht passt. Die Ratte hat Betonfüße. Das finde ich gut. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie jede einzelne Ratte mit so kleinen Betonfüßen ausstatten. Ausratten. Ha! Die Uhr geht also. Ich nehme mal an, wir können nicht abhauen. Das wäre auch zu einfach. Ich glaube, den Hund werden wir irgendwann nochmal treffen. Okay, einmal kurz alles aufmachen. Wer weiß, wo noch was hier zum... Genau, hier ist ja das Gemälde. Vielleicht kann ich es ja jetzt vollenden mit den Sachen, die ich schon gefunden habe. Prosthesis Snatchers. Insatiable Bastard. Ah, das sind die Rattenbilder. Das eine sind irgendwelche Gemälde von meinen Kindern, glaube ich. Und das sind die Rattenbilder. How can two people who once loved each other so fully, so profoundly? Okay, hier kommen aber auf jeden Fall irgendwelche beziehungsrelevanten Zettel hin. Ja, mach doch mal jetzt. Mal doch mal. Zeig doch mal, was du kannst hier. Lame. Was? So malt man doch nicht. Irgendwie sieht schon ganz schön geil aus, finde ich. Aber es ist sicher noch nicht fertig. Jetzt ist der Stuhl auch weg. Und das Ding ist offen. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Ach, das, den Hautlappen lässt sie jetzt da liegen, oder was? It must be sharp, sharp. Ich verstehe, das sind die, ja, wie nennt man sie, ne? Das sind so die Schubladen, die Erinnerungsschubladen, wo man alles wegschließt, was einem unangenehm ist. Okay. Alles, was ich sammle, wird hier also dann irgendwann aufgebahrt. Moths drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair, or hate. I hereby resign from service as maid and house. Seeing you like this, you're not well. You were sweating and shaking all night, and now there you are, locked in your workshop as usual. This whole tortured artist nonsense has got to stop. When keeping it real goes wrong, da muss ich die ganze Zeit dran denken. Er hat das Künstlerdasein einfach zu ernst genommen. Er hat es wirklich durchgezogen, aber es hat ihn. Also wer so einen Kelch hat, der trinkt zu viel. Vor allen Dingen, wenn er Farbe trinkt. Apropos trinken. Why not, ne? Ich wünschte wirklich, ich würde mich besser mit... Ja,
mit so Kunstgeschichte auskennen, weil teilweise sind diese Gemälde, im Englischen sagt man mesmerizing, ich weiß nicht genau, wie man das im Deutschen sagt, aber die sind schon nicht schlecht, also ich gucke da gerne drauf. You keep the fire in your office just to stop me, don't you? You hate me that much? Ich würde jetzt fast sagen, weil dahinter ein Durchgang ist, das würde... Alter. Willst du mich verarschen? Ich habe die doch genau gesehen, die roten Augen. Hier. Ich glaube, man könnte das Feuer löschen und dann könnte ich da vielleicht durch. Aber das ergibt auch eigentlich keinen Sinn, aber was ergibt schon hier Sinn? Kann ich hier irgendwas nehmen davon? Nee. Also gerade, also wie so ein iPad, ne, wo die einzelnen Bilder drauf gemacht sind. Frösche. Hier werden Frösche verspeist. Aber sie werden wiederum von irgendwelchen größeren Flattermännern verspeist oder zumindest angegrapscht. Und was ist da ganz unten rechts? Das sieht aus wie eine Kartoffel, die mit zwei Händen einen Frosch hält. Oh, da wird gestochen, ne? Aber selbst beim Abstechen behält er seinen Trinkbecher in der Hand. Commitment. Ich weiß aber nicht genau, was diese Bilder alle... Also sind auf jeden Fall oft Bilder vom Alltag, aber dann auch immer alles sehr morbide. Oft sieht man ein Pärchen oder zumindest Mann und Frau in irgendeiner Kombination zusammen. Ich glaube schon, dass das alles auch ein bisschen diese Dings widerspiegelt. Die Beziehung der beiden. Okay. Das macht mir ein bisschen Angst, weil es grün ist. Ja, die wissen schon, warum sie diese Zoom-Taste eingebaut haben, weil man sich die Sachen dann doch auch mal angucken will. Oh, danke die Radies vom Nils. Hallo, Nils. Ich hoffe, ihr seid offen für ein wenig verschlossene Türen. Und... düstere Räume voller Rätsel und gegebenenfalls Gemälden. Alles verpackt in eine bizarre, brutale Künstlergeschichte. Alles mit ein bisschen Horror und Atmo ausgebettet. Kann man ganz gut machen, finde ich. Trotzdem weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo ich noch hin muss. Bisher war alles sehr linear. Jetzt habe ich noch so ein Kartenstück gefunden. Aber eins reicht nicht. Oh! Don't push me away. What? Links, rechts, links. Okay, danke. Wenn ich da jetzt noch die Zahlen hätte. Nice, chunky, crunchy. Carcasses starving me out. Constantly sick. Da hat jemand aber echt einen Feldzug gegen die Mäuse geführt. Ja, ja, das eben war ein ganz bekanntes Gemälde und ich finde, das ist eines meiner... Ich kenne mich ja null aus, aber ich sag das immer wieder. Alter, sind die schon wieder alle weg? I keep the fire, 'cause I'm freezing, for God's sake. Ich finde es nicht mehr, aber das ist auch gut. Ich nenne es Posten auf Twitter. Ich finde, es hat sehr viel von einem Post auf Twitter. Eigentlich sollte man, bevor man auf Twitter postet, sollte man einem das Bild zeigen und fragen, bist du wirklich sicher?
Ja, das Bild von eben, ne? Ich hab's, ist es das hier? Nee, das ist das, wo der Adler das nackte Kind klaut. Der Epstein-Adler. Okay. Ich habe leider jetzt das andere nicht mehr gefunden. Aber das ist ein sehr schönes, verstörendes Bild. Das feiere ich total. Und ich weiß, dass ganz viele Leute das auch schon immer wieder mir gesagt haben, das ist das und das und das Bild. Ich kann es mir einfach nicht merken, ne? Aber ihr werdet es mir gleich sagen. Die haben echt einen Kampf gegen Sofas in diesem Spiel. Immer so schöne Sofas und dann lassen sie da Wein drauf tropfen oder sie machen es wie hier, nässen es ein oder sie schimmeln es weg oder brennen es kaputt. Hier sehen wir wieder die kleinen Fußstapfen, die von etwas stammen, das aus einem der Gemälde kommt, wenn ich mich nicht täusche darin. Und im Hintergrund, für alle, die neu dazugekommen sind, hören wir oft die Gespräche und Dialoge und Textnachrichten, die sich das Künstler-Ehepaar immer wieder schreibt, die hier leben zusammen. Und der Mann wird langsam immer verrückter oder wird zum Mann zumindest immer mehr zum wahnsinnigen Künstler, der sich einschließt, bizarre Sachen macht und irgendwie, ja, sehr viel Wein trinkt und eigentlich sonst gar nicht mehr viel macht und vor allen Dingen nicht mehr mit ihr schläft. Und das geht gar nicht, das sind die Ehepflichten. A lot of flavor. Ah, genau. Saturn devouring his son. Saturn schnabuliert seinen Sohn, heißt es auf Deutsch. Oder hier, ne? Das war zu der Corona-Zeit, als das Klopapier... Teufel tanzt mit Klopapier, als das so rar war. Da hat er sich lustig gemacht über uns. Hat er mit dem Gesicht auf seinem Bauch, haben die den ganzen Tag gelacht und hat das Klopapier oben so rumgewirbelt. Suddenly everything I find relaxing is a fire hazard. Das sind aber auch ein paar ekelhafte Bilder. Der alte Mann soll das Kind mal in Ruhe lassen hier. Da wärst ja wahnsinnig. Okay, dann nach rechts. Okay, cool. To operate the lift with doors. Ah, wahrscheinlich muss ich zumachen, ne? Von Francesco Goya war das erwähnte Bild. Oh, ich hätte so gerne. Davon würde ich mir auf jeden Fall eine Kopie in die Wohnung hängen. Also die ganzen Bilder sind echt übrigens, falls ihr euch dafür interessiert. Laut Chat. Natürlich hier und da bearbeitet, weil eben mit diesen Bildern ja hier gespielt wird auch. Hier sind die Kalkulationen, die du hast. Du musst auch also include the cost of lamps for every room. I don't care how much it costs. She's afraid of fire. We will have electricity and that is that. Okay, sie fürchtet das Feuer. Vielleicht, weil sie aus Gemälde ist. Und er kann deswegen nicht mehr seine Pfeife rauchen. Der sieht sowas von aus wie Christopher Lloyd. Doc Brown oben links. Ah, jetzt habe ich, glaube ich, alle Teile zusammen der Leinwand. Ne, wobei unten rechts, ihr seht das jetzt nicht, aber es wird mir angezeigt. 2 von 5. Komisch, weil da war ja eben... Oder es fehlen noch 2. Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt 1 mehr.
War da gerade was da? Es ist immer, man hört Geräusche, irgendwas passiert, aber man kann nicht immer erkennen, wo es herkommt. Okay, das ist auf jeden Fall irgendein komischer Durchgang. Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? A symbolism is a word that gets thrown around a lot, usually when people don't really know what to make of you. The worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. Of course, we can talk in general about themes that have always inspired me. Duality, conflict. I think that all art revolves around some sort of struggle. Whether or not we're able to see it, of course, is an entirely different matter. Durch viele interessante doppeldeutige Theorien rund um das Thema Kunst hier zu, oder? Ja, das habe ich erwartet. Ich wollte es nur einmal checken. Okay, dann schreiten wir durch diese seltsame Geschichte durch. The life of painting, the soul. I need it to be perfect, striking, vibrant. Life, fire! Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo bin ich überhaupt rausgekommen? Bin ich nur durch den Raum gegangen oder bin ich ganz woanders gelandet jetzt? In einer Doppelwelt, Spiegelwelt, Gemäldewelt, World of Gemälde. Fürchte immer mehr, er hat seiner Frau irgendwas angetan. Wahrscheinlich, und das haben wir jetzt ja schon mehrfach auch angedeutet gesehen, hat er ihre Haut als die ideale Maloberfläche benutzt. Das stimmt natürlich, Frauen sind perfekt, um darauf zu malen, weil die natürlich so zarte, leicht spannbare Haut haben. Aber das kannst du nicht einfach denen wegnehmen ohne... Ne? Kannst du nicht machen. Die brauchen die Haut doch. Ich glaube nicht, dass er sie verbrannt hat oder vielleicht die Reste. Ich kann mir aber vorstellen, dass er aus ihrer Haut ein Bild gemacht hat. Die Leinwand, ne? Haut ist eine perfekte Leinwand. Wir sehen natürlich die Stapfen. Ah, das ist auch cool, oder? Man sieht so richtig, das ist so ein dicklicher Teppich, ne? In dem sich diese Fußspuren sammeln. Meine aber nicht, na gut. Ah, so ein richtig schöner Flusenteppich. Da kannst du so richtig schön ohne Socken, kannst die Zehen mal so richtig reinrammen in den Untergrund. Vielleicht soll ich auch hier mal lang. Das macht das Spiel gerne, dass es architektonisch dir dich in so eine Art Labyrinth packt. Jetzt gehe ich dann doch nochmal hier lang. Es fällt immer anders runter. Komm, da gehe ich jetzt mal dem Ding nach.
Nennt man sowas nicht Bodypainting? Ja, nur wenn sie noch leben. Ansonsten ist es A. Mord und B. Kunst. Ah, das kenne ich auch. Mann, ich habe so viele... ich habe das so häufig schon alles gehört. Ist es diese, ne, basierend auf dieser Johannes der Täufer, dem wird irgendwie, bringen wir den Kopf von Johannes dem Täufer und dann wird er abgesägt? Ich glaube nicht, aber es erinnert mich daran. Ist auf jeden Fall mega brutal, finde ich. Die hatten damals echt, die hatten nichts, ne? Die hatten keine Horrorfilme, keine Horrorspiele, die haben sich den Scheiß gemalt. Da, Mann, guck's dir an. Das ist das Ende von Florentin und Lars. Irgendwann. Irgendwann kommt ein riesiger Barsch und dann seid ihr im Arsch. Vom Barsch. Später. Erst verdaut, dann Arsch. Immer, wenn ich diese Bilder sehe, die man schon mal gesehen hat, denke ich, ah, vielleicht ist diesmal irgendwo ein Detail anders. Ihr Blick zum Beispiel, das sind so ein bisschen die Shining-Zwillinge. Fehlt nur noch, dass sie so den Kopf so drehen, während ich hingucke. Und hier frage ich mich immer, was ist das Weiße da links? Ach so! Das ist ein Arm, ne? Der hat irgendwas geklaut. Der hat irgendwelche Beeren da drin. Also ist er vielleicht selbst schuld? Vielleicht hat er die dem Vogel geklaut. Oder es sind Vogelbeeren, die ihn anlocken. Jetzt habe ich plötzlich kein Mitleid mehr. Bin ich ganz ehrlich. Oh, da ist einer. Moment. Immer schwer die Richtung zu... Es ändert sich alles ständig, oder? Du gehst irgendwo rein, kommst raus, sieht alles gleich aus, dann kommst du woanders hin und dann ist derselbe Raum plötzlich anders. Nö, eigentlich stimmt das. Ich dachte nur, man könnte hier noch weitergehen. Ich hätte schwören können, man konnte hier eben noch weitergehen. Nur mal kurz gucken, weil... Genau, das ist der falsche Schlüssel. Okay, gut. Ihr merkt den Unterschied, oder? Gibt's einen leichten Unterschied? It's been a while. It took me 6 months to be able to hold a pen again. 6 long and painful months. But I finally did it. It still hurts, but the pain is just bearable enough for me to jot down a few lines. Oh, the things we take for granted. Wow, that's deep. I think I better rest some more before I put ancient philosophers to shame. Man sieht ja auch so ein bisschen ihre Schrift, ne? Ist nicht wirklich so wie jemand, der im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte ist. My spald, bloody spots hair, not mine. Where are the scissors? Ratatouille. OG Content. So hat Ratatouille. Das ist Real Ratatouille. Er ist dann irgendwie, der Original Ratatouille Koch ist 3 Wochen später an Rattenfäule gestorben. Das ist der Teil der Geschichte, den euch keiner erzählt. Absolut nur morbide. Also wer auch immer hier gerne gelebt hat, hatte auch ein echt hässliches Hobby.
Morphium. Ja, das erklärt so viel. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. That's all. Komm, das bisschen Schnaps. Das bisschen Schnaps und Morphium. They're getting smart. Ah, ihr seht unten, ihr seht es jetzt nicht, aber da kann ich schnell mal. Moment. Da, ihr seht's, ne? Da ist ein Symbol, das mir wohl anzeigen soll, dass noch ein weiteres Stück fehlt. Eines Bildes. Ja. Und dann bin ich hoffentlich im Bilde und verstehe ein bisschen mehr. Ich muss aber trotzdem noch mal kurz hier gucken. Ich habe das Gefühl, hier war ich noch nicht. Es ist halt auch, ja, durch das fehlende Licht und diese labyrinthartige Anordnung und dadurch, dass man oft gar nicht erkennen kann, ob man da schon war oder nicht oder ob der Raum wieder anders ist und dann ist alles verschlossen. Ja, genau das meine ich nämlich. Hier sind jetzt zwei Türen. Scheiße, ich kann in beide rein. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich dann der Raum wieder ändert und ich nicht mehr zurückkomme und mich dann hier verlaufe. Alter, sogar die Kerzenleuchter sind weg. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could... Good boy. Okay, sie haben stattdessen einen Hund geholt. Jetzt mache ich mir automatisch Sorgen um den Hund. Danke, Bri Bri. Bri, 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 danke auch an den blauen Schakal. Und nicht den Hund. Das ist das letzte Stück. Jetzt ist wieder auch was weg, ne? Die machen das sehr, sehr gerne. Das verwirrt einen halt auch so sehr, ne? Du siehst was, drehst dich kurz um, plötzlich ist alles anders. Und jetzt bin ich hier wieder zurückgelaufen. Sag mal, bin ich doof? Habe ich gerade einfach nur hier und mich dann so umgedreht und dann... Ah, okay, ich dachte, der wäre dann weg. Aber das machen die häufiger, dass sich so Dinge verändern in der Umgebung. Hä? Okay, das ist ein sehr kleiner Raum. Irgendwas ist hier. Ach, ist nur so ein Schrank. Schloss. Das ist doch kein Raum! Kann ich den nicht zumachen vielleicht? Und dann ändert sich alles? Nee. Nee. Wer wirft denn jetzt hier mit Bildern? Saturn isst seine Kinder. Es ist einfach für mich eins der irgendwie dieser Blick. Das ist so gut.
Einfach irgendwie, ja. Ich verstehe schon, warum manche Kunst auch das Geld wert ist. Is this the right door for you? Canvas crawlers, massive pulsating fur, poison to paint, fire, final solution. Durchgehe? Nee. No accidents, no need to fight the darkness. Schade, ich will natürlich die One-Liner jetzt nicht abbrechen. Manchmal mache ich das aus Versehen, weil man ein Item nimmt und dann hört er auf. Jetzt habe ich eine Kerze. Aber wo soll ich die Kerze nur anzünden? Ich denke, wir brauchen die für was anderes. Dafür. Nee? Schmilz! Nee, leider nicht. Okay, dann ist hier noch eine Kerze. Problemi! Oh, zu ist die Tür. Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Na gut, ich guck doch nochmal rein. Aha, wo siehst du doch? Abgefahren, ne? Liegt da in dieser Bracke. In dieser blubbernden Bracke. Aber immerhin ist es nur eine Puppe. Das haben sich dann doch nicht getraut, die Entwickler, ne? Ha. Es geht immer darum, Leuten irgendwie den Leib aufzuschneiden in diesen Bildern. Ich hab ihn doch. Moment. Ja, sag ich doch. Nein, Florentin, was haben sie denn mit dir gemacht? Das ist schon das zweite Mal, dass der auftaucht. Ass up today. I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. Ihr habt natürlich recht. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard.
frag mal das House of Mouse. Disney-Aktien. Ganz unten. Jetzt einkaufen. Why can't you understand? I'm working in here. I swear if I'm interrupted one more time. Der wird immer wütender. Ich will in Ruhe arbeiten. Das erinnert mich auch sehr an Phantasmagoria. I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Es ist diese lapidare Art, mit der er über diese Dinge redet, die natürlich viel Schlimmeres implizieren, nämlich, dass er seinen Hund umgebracht hat. Und sein Kind und die Frau, aber den Hund! Wir dürfen nicht vergessen, für die, die später gekommen sind, das ist jetzt die Ebene, die... He looked so delicious when the flame burned him out. Jedenfalls. Sind wir in der Vergangenheit, während eine andere Person am Anfang des Spiels diese Geschichte quasi aufschreibt. In demselben Haus oder so. Also... Ich gehe davon aus, dass das hier in dieser Version nochmal hin und her gewechselt wird. Zwischen den Figuren. Sieht cool aus, aber was... Was mache ich jetzt damit? Ah, das Böse! Austreiben! Oh! 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 Oh, 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 oh! Alles brennt! Au, au, au! Ich kann da auch nicht abhauen. Also es sieht so aus, als wären wir selbst in einem Gemälde, was jetzt so langsam gerade verbrennt und verschmiert und die Farben, seht ihr ja, werden verkohlt und das sieht auf jeden Fall nicht aus wie normales Brennen. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Die Stimmung ist auf jeden Fall richtig Honey, dicht. What in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Genau, scheinbar beruhigt die Musik ihren Geist, aber die Frage ist halt, wer von den beiden, sind beide nicht einfach verrückt, weil er scheint ja vor ihr verrückt geworden zu sein und dann hat sie sich aber
dadurch verändert. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Cool. Ich wollte eigentlich nur eine weiße Wandfarbe kaufen. Warum erzählen Sie mir Ihre ganzen privaten Geschichten? Sir, das hier ist ein Farbenladen. Gehen Sie bitte. Hier sind zwei mittlerweile von den gesammelten Dingern, ne? Ich hoffe, ihr habt die jetzt auch schon alle mitbekommen. Wir haben ja Neulinge dazu. Und das sind alle Rattenzettel. Er hatte auf jeden Fall einen Rattenfetisch. Er hatte auch viele Ratten. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit. Was war das nochmal? Du verdienst ein Grab für dich. Die schreiben sich so liebevolle Nachrichten immer. Also ich will ja nicht meckern, aber diesen Maleffekt hätte ich irgendwie schöner gemacht. So einfach ein bisschen halt, dass man auch das Gefühl hat, er malt, dass dieses... Das ist ja wie Malen nach Zahlen auf einem Touchpad, wo du einmal so drückst und blin. Okay, aber es sieht immer noch geil aus. Mittlerweile erkennt man noch so ein bisschen, was das sein könnte. So eine blutige, sapschige Matschhöhle. Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Ich würde sagen, sie ist aber auch nicht ganz unschuldig. So, und das ist jetzt, diesmal gehen wir wirklich. Nee, es ist immer noch, man sieht es an der Hand, es ist immer noch derselbe Charakter, weil es, wie gesagt, auch verschiedene andere Charaktere gibt. Und jetzt haben wir gerade nämlich die Stimme gehört, der, wie nennen wir sie, Historikerin, der Autorin. Look, honey. It's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. Es ist schon irgendwie schön. Die haben sich versucht zu erreichen gegenseitig. Aber ich glaube, das Haus war am Ende mächtiger. Die Ratten, ne? Na, ja, weil er die Haut, ne, als Leinwand hatte. Und dann mit den Knochen eine Grundierung. Es ist so ekelhaft. Das ist von Anfang an eine dumme Idee. Nimm doch Ratten. Mach dir doch hier so ein Rattengemälde. Ich meine, davon hast du genug. Weitere Gemäldefetzen. Also das sind dann immer die Kapitel, nehme ich an. Wir suchen diese Teile. Wir suchen sie eigentlich nicht. Wir finden sie im Laufe der Story. Und
durch das Weitermalen kommen wir dann immer in eine neue Wahnsinnsstufe. Wo die also geistig alle weiter abgebaut haben, möchte ich mal sagen. Ja, und jetzt? The power of Lampe compels you! Okay. Muss ich rennen? Muss ich weg? Schnell weg? Ich verstehe. While I can certainly understand that you are upset, and I have nothing but sympathy for your wife and yourself, I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that, I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for your wife. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation. As I've already stated, I can certainly understand you've been under a lot of stress as of late, and thus I will not press charges if you refrain from any further correspondence. Let me make it absolutely clear that I will not tolerate any further threats aimed at my staff, my family, or myself. If you wish to seek psychological help, I can have my assistant provide contact information for several specialists who would be more than competent to help you get through these hard times. Ich frage mich gerade, weil manche von euch sagen, ja, er hat auf jeden Fall ihre Haut genutzt. Spätestens jetzt weiß man's, aber das wirkte jetzt ein bisschen so, als wäre sie verbrannt. Als wäre das, oder, ich meine, du kannst ja nicht ernsthaft einfach so... Kannst du ja nicht so DIN A4 aus deiner Frau rausschneiden und dann sagen, ja, machen Sie mal eine Hauttransplantation. Hier, kommen Sie, ich muss mein Gemälde fertig machen, ich brauche neue Haut. Also, was ist der Gedanke dahinter? Oder hat er das versucht zu vertuschen und sie verbrannt und dann, aber warum lebt sie dann noch? Also, warum sagt die nichts? Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wenn dir der Mann Haut klaut, kannst du das ruhig erwähnen. Vielleicht war die Qualität nicht gut. Ja, wir wissen es nicht. Aber ich mag, dass hier sehr viel angedeutet wird und noch nicht alles erklärt. Oft wird ja zu viel angedeutet, dass man irgendwie schon alles weiß. Aber hier ist tatsächlich so ein gewisses Mysterium ist hier immer noch übrig. Es könnte halt das Feuer gewesen sein. Das wäre halt auch das Erste, was ich dachte. Feuer scheint ja hier durchaus relevant zu sein. Nee? Okay, schauen wir. Cleaning this house is a nightmare. We don't even use the fireplace that often, and ash is everywhere. Das ist der Grund, warum man so große Häuser nicht haben sollte. Kein Scheiß. Wer will die Scheiße aufräumen? Brauchst du die Bediensteten, die die ganze Zeit dann auch irgendwie sich darum kümmern? Da kosten die Geld, die müssen auch noch wohnen. Vielleicht, aber wobei, wir haben ja den Zettel von einer Angestellten gefunden, die gesagt hat, sie möchte kündigen. Kann ja auch sein, dass er sie nicht hat kündigen lassen. Und vielleicht deren Haut benutzt hat. I'm terribly sorry for your inconvenience, but we've seen no fluctuations of power in your area. And see no issues in the neighborhood. And since you didn't allow entry to our electricians, can I help you in any way?
stimmt, ihr sagt's, ne? Es wurde ja auch viel über Morphium gesprochen und über Medikamente. Aber das, also wenn mein Mann mir die Haut klaut, da bin ich danach nicht mehr cool mit dem. Da wohne ich nicht mehr da. Also muss das irgendwie noch einen anderen Zusammenhang haben. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Das stellt natürlich jetzt alles auf den Kopf. Aber wichtig ist für mich nur der Safe. Das ist jetzt blöd. Wir haben nämlich die Safe, also wir haben so eine Safe-Notiz bekommen, aber ich glaube nicht, dass die mir hier hilft. Die war nur links, rechts, links. Aber vielleicht war die ja nur ikonisiert angezeigt. Und wenn ich in mein Inventory komme, sehe ich die vielleicht ganz. Aber ich glaube fast, es gibt hier keins. Ja, ich glaube fast, es gibt hier keinen. Ne, gibt kein Inventory. Außer natürlich die Lampe. Man hört doch dann ein Klicken. Kann man so einfach ein Safe öffnen? Da, links, rechts, links. Ah, ich verstehe. Und jetzt schalte ich nochmal den Raum um. Zack. Und... Und jetzt kriege ich den Safe vielleicht sogar auf. Ja, 10, 70, 90. Ne, falsch. Schon direkt alles falsch gemacht. Aber man soll doch nach rechts drehen, ne? Na gut, vielleicht habe ich es gerade falsch gemacht. Wir gucken mal. Wir machen es erstmal so. Baby! Hier kann keiner was vormachen. I can put it between the books. He'll never find it there. Da müssen wir jetzt also in Zukunft auch drauf achten, eventuell hier bei den Büchern was klauen zu können. Irgendeine Notiz. Gut. Schauen wir mal, ob wir... Ich meine, wenn es eines sehr, sehr viel gibt in diesem Spiel, dann sind es Bücher und Bilder. Könnte ich jetzt nicht genau sagen, wo man da am besten anfängt, sowas zu suchen, aber wir gehen erstmal hoch, oder? Ach, wobei, runter. Unten ist auch immer gut, ne? Oben ist der Dachboden, unten ist der Keller. Beides traditionell gut bespukte Gebäudeteile. Okay, aber in diesem Fall wollen sie wohl, dass ich hochgehe. Gehst hoch, kommst unten an. Mach das mal schnell.
Niemand, das blockiert irgendwas. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich 2 von 5. Das ist also zwischen den Büchern, ja. Oh, so ein kleiner Schnaps. Jetzt überlege ich... Okay, nee. Weil oben war ja eine Tür. Aber dann würden die es nicht machen, wenn das so... Das ist ein Telefon. Nee. Look at him, wading through ashes. Such determination, such blindness. Jetzt erklärt total, dass sie natürlich auch Angst vor Feuer hat, er nicht mehr seine Pfeife benutzen konnte und all das und sie 1 Million Kerzen aufgestellt haben, was meiner Ansicht nach ein bisschen kontraproduktiv ist, aber sie wollte Elektrizität, die hat sie bekommen, er hat sie besorgt, die Elektrizität meine ich. Bei den anderen Sachen haben wir ja schon ihre Nachrichten gelesen. I won't let go. I won't let my passion decay. I can't. I would never. I will finish it. Ja, sein morbides Gemälde. Honest, I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought their advice in this matter. And while it is perfectly understandable for a patient to demand a second opinion, I would think 16 concurring opinions would be enough. Still, out of respect for you and your wife, I have examined the case thoroughly, and I have to concur with my colleagues. Involuntary muscle spasms are not uncommon with patients who have suffered burns as severe as your wife did. What you refer to as a freakish grin or an unnerving yelp, though many would find such expressions hurtful, could indeed be manifestations of nerve damage. The other symptoms you mention do not seem to be physiological, but rather purely psychological in nature. Traumatic events can lead to severe stress, and that is nothing to be ashamed of. As to your demand that we fix your wife, you have to understand that what she went through cannot be undone with one simple procedure. It is a long, arduous process that will require all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues should you wish to discuss a long-term rehabilitation program.
Ja, die arme Frau, sie tut mir leid, muss ich sagen. Ihr Mann ist ein Arschloch und sie kann jetzt nicht mehr die Sachen machen, die sie so gerne gemacht hat. Wie zum Beispiel... ihr seht's, ne? Hier, ja. Wie zum Beispiel die Dings, ihre Violine spielen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass diese Fußstapfen von einem Kind sind, ja. Aber dass die vielleicht auch von... Aber die beiden hatten doch gar kein Kind, oder? Hatten die ein Kind? Man sieht immer so Baby-Anspielungen und alles, aber ich kann mich nicht an einen Ton erinnern, irgendeinen Tagebuchtext, wo die darüber gesprochen haben. Okay, ich würde da halt gerne irgendwas machen, aber da kann man scheinbar nichts machen. Vielleicht kann ich extra brennen. Ne. This thing, this femme won't work if you keep undermining me. It will break apart. Okay, auch interessant, ne? Creator's Block. Das erinnert mich auch ein bisschen an Alan Wake, wo es ja Plotlöcher gibt in der Welt. Was ich auch eine gute Idee finde dafür, dass man halt einen Autor spielt. Okay. Kann ja irgendwas, ich muss noch einmal gucken. Kann man die irgendwie... Ne. Komm, mach zu. Komm, das geht. Sammel nicht, das geht. Nee. Ja, so langsam muss man dann doch denken, sie haben offensichtlich doch irgendwie ihr Kind umgebracht oder so. Auf jeden Fall sehen wir diese Anspielung jetzt nicht zum ersten Mal. Das ganze Feuer, warum, wo kam das Feuer her? Also ich könnte 1 Million fragen, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was hier passiert ist. Aber das ist auch cool. Das haben die gut gemacht, weil das Spiel ist ja eigentlich eher, zumindest im Moment, ein Walking Simulator. Und da ist das schon, finde ich, wichtig. Oh ne, hier ist nichts, ne? Dass man unterhalten wird und sich während des Rumlaufens eben auch die ganze Zeit fragt, was die Geschichte dahinter ist. Oh. Sowas flasht auch beim 100. Mal irgendwie noch, weil man es natürlich nicht vorhersehen kann. So, komm. Da ist bestimmt ein, hier so ein Leinwandstück. Ja, da war doch eben da. This little collection of empty bottles this morning. I reacted badly. I know it's hard for him too, but god damn it, he should know better. With a small child in the house. Oh, that's just irresponsible. Ja. Also, sie hatten doch ein Kind. Hatten. Ist da jetzt dasselbe nochmal drin? Ja, okay.
You put more and more locked doors between us, but it's my drinking that ruins the family? Listen. Bevor ich da weitergehe, ich glaube zwar nicht, dass das hierfür gedacht ist, aber ich kann es ja mal probieren. Nee. Okay, irgendeine Zahl habe ich bekommen, die 5. Ich meine, die Rätsel sind wirklich schaffbar. Alter, das Klavier ist immer noch im Terror machen. Nee, komm, warte mal, bis das Klavier weg ist. Alles gut, Klavier? Nee? Ach, das will nicht, dass wir hier lang gehen. In the end, this was the only instrument she could play. The only music this family could accept. 1873. Okay, und eine 3 gefunden. Also ich muss sagen, mir tut die arme Frau jetzt schon leid. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber irgendwie habe ich Mitleid mit ihr. Weil er tut so, als wäre sie die Böse. Aber er scheint ja doch eher wahnsinnig geworden zu sein als sie. Er hat sie, wenn überhaupt, wahnsinnig gemacht. Die Entrümpelung hier. Moment. Ah, jetzt ist das wieder, ne? Ah, 385. Okay. Also ihr seht das ja nicht, aber glaubt's mir. 385 ist der Code und 3 Bilder brauchen wir noch. Bilderfetzen, ja. Falls ihr euch fragt, es spielt sich übrigens sehr, sehr gut mit Controller. Hab ich gesehen, der stand da. Hab ich gesehen. I thought I broke all of them. Oh well, cold, merciless light is still light.
Are you insane with those candles? You will burn... Nee, hier ist nichts mehr. Also da ist irgendwo natürlich ein Key, aber den muss ich jetzt erstmal finden, glaube ich. Normalerweise sind die hier, zumindest bisher... Ach du Scheiße, jetzt bin ich eingeschlossen. Okay, dann... Na gut. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht irgendwo hier finden. Den Code. Da ist ja was. We have electricity. Oh shit. Oh, das ist sie, ne? Ah, die sieht auch ein bisschen verbrutzelt aus. Das ist wie die gemalte Version seiner Frau, würde ich jetzt sagen. Shit, da rechts war was, ne? War ein Gang und ganz sicher war in dem Gang die Nummer, die ich noch suche. Da ist noch ein Zettel. We've lived without electricity for thousands of years. I can do it. Okay, eine dritte Nummer suche ich noch. Machen, das fehlt immer noch eine. Aber das sollte man ja trotzdem hinkriegen, ne? Okay, hier ist weiter verschlossen. Okay, dann muss es ja hier irgendwo noch was geben. Hier bin ich hier schon mal rechts, ja. Oh, shit, hier war ich schon. Scheiße. Und hier waren wir auch schon. Irgendwo hier liegt es rum. Da, oder? Nee, aber das ist auch ein guter Gang. Da war ich vielleicht nicht überall. Okay, 614 ist der Code.
Ja. Hing gerade fest. This is who I am. Without it, I'm broken. I have to finish it. All right, let's try this again. Finally managed to play a little. If banging on the keys awkwardly counts as playing, I won't lie. It drives me insane not to have full control of my fingers. In any case, I was promptly berated by my loving husband, who said I should be resting. I know he means well. But how will I ever get better if I don't work at it? The worst thing is, I could swear I smelled liquor on his breath. Oh, God, please. Not this again. I needed a jar and a plastic tubing. Ach shit, dachte, er wäre fertig. Aber gut, jetzt haben wir auch Farbe. Blutfarbe nehme ich mal an. Wir haben ja schon Knochengrundierung und jetzt wird mit Blutfarbe gemalt, weil warum nicht? Jetzt hast du die Frau halt schon getötet. Kannst du auch gleich aus ihren Organen was zum Malen machen. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht habe ich eine völlig falsche Vorstellung, was da passiert ist. Vielleicht ist sie in irgendeiner Form ihm gegenüber aggressiv geworden. Ich weiß es nicht, aber es klingt eher, als ob er das Problem hier war. Ah, Moment, was da? Ach, nur Zeit. Seht ihr? What fire? Oh Gott. Entschuldigung, ist ja gar nicht nötig. Ne? Hier sind die ganzen Gegenstände. Da oben liegt noch was und hier unten liegt noch was. Aber ansonsten habe ich viele von den Dingern schon gefunden. Sogar hier, der Hammer, echt, der gehört hier auch hin. Honey. Das ist interessant, da habe ich ja schon recht viele, ne? Da habe ich eigentlich schon recht viel. Guck mal an, hier ist alles. Die heilige Brechstange. Gordon Freeman hat die bestimmt auch so in seiner Bude hängen. Genau so würde ich es machen. Also, uns fehlen noch zwei Gegenstände, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja für diesen Part gar nicht so schlecht. Nothing. They're getting smart. Aber ich weiß trotzdem jetzt nicht, wo man als nächstes hingeht. Hier, da ist doch auch hier, genau. Da kann man aber scheinbar nicht. Also, irgendwann, wenn ich das finde, werden die wahrscheinlich auch ergänzt. Das hatten wir alles schon.
wenn ich nur wüsste, warte mal, sind wir denn schon unten lang gegangen eigentlich? Im Keller? Ja, sind wir schon. Das ist auch nicht der Keller, ne? Aber irgendwann gab es die Möglichkeit, in den Keller zu gehen. Na, genau hier. Haben wir aber gemacht. Ich gehe nochmal runter kurz, aber ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ja, das war ja eben. Okay. Also ich habe ein bisschen Blut zum Malen. Vielleicht reicht das ja schon. Und drei Stücke eines Gemäldes, aber also das reicht nicht, glaube ich. Drei reichen nicht. Hier sieht man ganz grob auch, wie viel wir vom Spiel bisher gesehen haben. Es ist weniger scheinbar, als es wirkt. Wirkt wie mehr. So. Ah, das ist jetzt, wie gesagt, die Autorin, die diese Geschichte zusammenschreibt. All changed when the daughter was born. Wow. The reward for the most cliche line goes to me. So, I'm here. For a place belonging to a posh-ass agency, this is weird. If they wanted to have a decor that corresponds with story, they succeeded. It's dark, there are rats, and it's weird paintings. Not gonna lie, I felt like it was some fucked up experiment. Especially since the man called to check if I'm working soon after I entered. I heard a strange noise when I was about to start writing. But it turned out that it were only rats. I think. I thought I saw later. I called to let him know I'm here. He always cheers me up. Irgendwas ist mit diesen Namen, dass selbst ihre Namen unleserlich gemacht werden, nicht ausgesprochen werden. Das ist schon sehr komisch, finde ich. Okay, es sind einige Sachen passiert. Zum einen ist der Anker jetzt hier an der Wand. Hat sie aufgeräumt? Wir wissen es nicht. Generator generiert. Soweit. So gut. Brauchen wir nicht. Ist ja kein Shining hier, wo man den ständig entlüften muss, damit er irgendwie nicht explodiert. Was ich persönlich immer noch für ein sehr seltsames technisches Konstrukt halte in einem Hotel. Aber gut bin nur ich. Was weiß ich schon von explodierenden Hotels. Children change every... Reach for your own experience. I know what it is to be a parent. What changes with the child? Channel it! Machen das Autoren so, dass sie sich überall Zettel hinlegen? Don't ride city buses. This is your chance to end segregation. Ah, okay. Das schon, die wollen einfach nicht, dass man Bus fährt. Daughter, Darkness, Doubt, This is Low Point, Madness, Melancholy, The Epilogue, Newspaper Article, Police Report from Apprehending the Suspect and the Scandalous Court Trial Looming on the Horizon. Can't serve the newspaper story, people know it already, I need a buns. Light Metaphor, more explicit.
Immer diese Geräusche, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist ein Generator wieder. The most painful and most useful tool in a person's arsenal. Das verstehe ich nicht. Da kenne ich die Vorlage nicht. We had an agreement, a deadline that you prolonged for the third time now. If you don't finish this screenplay, someone else will. Ja, ihr habt natürlich recht, ne? Es ist eindeutig aufgeräumter als beim ersten Mal. Das passiert, wenn man Frauen in unaufgeräumte Räume steckt. Das ist so durch Osmose, verändern sich die Räume, werden sauberer. Ich habe selbst erlebt, it's true. Hör doch mal auf jetzt hier, ich muss das doch noch lesen. Was the painter under her influence to include her? Malevolent spirit is a naive trope. My book is turning into a goddamn ghost story because of this fucked up island. Das ist aber auch ein schöner Ausblick. Irgendwas passiert. I have your truth. What the fuck? Come on! What happened to you when your daughter was born? Tell me! Ja, das ist das große Mysterium tatsächlich. Here, son. It'll help with the pain. Wie sollen bitte Brokkoli dabei helfen? Na gut, okay, ich koch's. Here, son. So. Nanu? Der Rattensohn. Das ist der Rattenjunge. Irgendwie auch ganz schön verstörend. Vielleicht sah so mehr oder weniger die Frau aus nach dem Brand. Wobei ich... Naja, die Zähne und sowas ergibt keinen Sinn, aber irgendwie sehe ich dann Kontext. Da ist ja auch noch diese komische, diese Schmelzfrau, die uns verfolgt. Das ist wahrscheinlich genau dasselbe nochmal irgendwie. Ups. Der Duschvorhang. Habe ich was vergessen oder was? Ging der Duschvorhang weg oder was? Und ich habe das vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ja, das kann sein. The most painful. Aber deswegen konnte ich wahrscheinlich an diese Maske ran. We had an agreement. Sehr dunkel hier. Ach! Okay, das ist vielleicht... Ne, obwohl ist ja Licht. Ich dachte schon gerade, vielleicht ist es ein Zeichen, dass man zum Generatorraum gehen soll, aber... Hier ist halt einfach nichts, ne? Hier ist halt einfach nichts. Na, kurz gucken, vielleicht muss ich weiterschreiben. Nee, okay, dann gehen wir doch mal weiter rumstiefeln. So, Omni. Kühlschrank ging nicht auf. Hmm.
Okay, jetzt bin ich ein wenig überfragt, weil ich jetzt überall schon einmal war. Weiterschreiben klappt halt auch nicht. Die ganzen Sachen habe ich schon gelesen. Hier hinter ist auch nichts. Ja, zum Leuchtturm komme ich nicht hoch. Da ist natürlich alles mit Ketten. Und das hier war früher auch mal offen, ne? Irgendwann war das mal offen, glaube ich. Ach, Telefon. Wahrscheinlich wieder bei unserem Sohn mal anrufen, ne? Danke, Xaveranos und Lord Pupsnase. Oh, thank God. It's me. Mama? Did something happen? I don't know. I don't feel good. I don't like this place. What do you mean you don't feel good? Do you need a doctor? No. It's dark in here. I'm scared. Mom, it's night. I think you just had a bad dream. Everything will be okay in the morning. I imagine the lighthouse gets lonely, but come on. It's you who wanted to go there. No, you don't understand. It's dark. It's awful, and I can't write. Everything is... Hello? Hello? Sie ist eine Autorin und kann nicht mal schreiben? Okay, jetzt müssen wir zum Generatorraum. Nee, Moment. Da. Fuck! Now that's no way to greet your muse. What your surprise? Creation isn't pretty. You pushed a human being into the world, and now you need to do the same with a book. I'm here to help you with that. How? How? She asks. The same way I helped the painter, the musician, and the actor. All you have to do is choose. Your voice will be heard. It won't. It never is. Ist diese Schauspielergeschichte der zweite Teil? Weil das, die ersten beiden sind ja offensichtlich dieser Teil und ich habe das Gefühl, der Schauspieler könnte Teil 2 sein. Ja, aber liebe Muse, dann lass mich doch mal schreiben. Natürlich. Ha! Es ist der Rattenmann. Am Ende ist es der Rattenmann. And now, with my help, it's possible. Do you choose to use it? Say it. I do. I choose your help. Then it is done. Echt, du hattest einen Job, nicht mit dem Dämon einen Deal eingehen. Hello? Oh, thank God you're okay. What happened? What do you mean? You were scared, and the call was cut off, and... Oh, that's nothing. The generator died. It's fine now. Oh. Okay. I guess that's good. How do you feel? You sounded upset. I'm worried. I'm good. Nur einen Geist gesehen. But... I'm good, son. It's as you said, I'm exactly in the place I wanted to be. Are you? Yes, I'm sure. I need to get back to work. Good night. Love you.
paths, drawn to the fire between them. No matter if the flame was desire, despair, or hate. Hat sie jetzt das Buch trotzdem geklaut, als wir nicht aufgepasst haben? Während wir was anderes gespielt haben, hat sie das Buch geklaut, von dem sie vorher gesagt hat, dass sie es nicht lesen darf, weil es ein Tagebuch ist? Tricky. Also, ich höre jetzt mal hier an dieser Stelle auf, weil wir schon sehr viel erreicht haben. Und das ist ein guter Moment, um weiterzuspielen, sollten wir irgendwann hier weiterkommen. Wir sind jetzt im Kapitel 4 des Malers. Es gibt also noch den Maler, es gibt die Musikerin und es gibt den Schauspieler. Und dann gibt es jetzt als viertes in dieser Variante auch noch die, was ist sie? Die Autorin. Ja, die Autorin gibt es auch noch. Also, ich finde es wirklich eine tolle, gelungene Reimagination von Layers of Fear. Ich muss echt sagen, ich bin sehr angetan von dem, was ich gesehen habe. Ich finde, um es mal zusammenzufassen, ist natürlich ein Walking Simulator. Man ist sehr viel alleine in der Welt unterwegs. Aber da sind dann die, finde ich, sind die wichtigen Punkte. Wie schön ist die Optik? Wie gerne läuft man da rum? Und da hat man hier so viele tolle Sachen gesehen. So diese Staubflusen, dieses ganze Gemälde-Setup. Also da, wenn die Welt wechselt zu dieser gemalten Welt oder wenn Elemente verschwurbeln mit der gemalten Welt. Also das wird dann alles optisch total interessant und eindrucksvoll und löst sich dann wunderbar von den ganzen anderen Geschichten ab, die auch in einem Haus spielen, die auch irgendwas Mysteriöses haben, wo auch irgendeine Trolle einen verfolgt. Das Problem des Spiels ist eigentlich nur, dass es dazwischen so viele andere Spiele gab, die sich auch daran bedient haben, dass es jetzt natürlich nicht mehr so hundertprozentig originell wirkt. Aber wenn man Bock hat, eben atmosphärisch in so einem Horrorhaus, sage ich jetzt mal, auch wenn es eher Grusel war, herumzulaufen, sich nebenbei ein bisschen Kunst anzugucken und dieser, wie ich finde, doch sehr interessanten Geschichte nachzugehen, die sich dann wirklich wie so Layer, also wie so eine Zwiebel auch so nach und nach entblättert und man irgendwann, glaube ich, versteht, was da eigentlich genau passiert ist und vor allen Dingen, warum es ein Riesenfehler war, mit dieser Muse einen Deal einzugehen. Ich sag's euch, Leute, das kann doch nur schief gehen. Gucken wir mal. Naja, also ich halte das eigentlich für eine sehr schöne Idee, diese ganzen Spiele zusammenzubringen mit dieser übergeordneten Story um die Autorin. Man hat dann auch noch ein bisschen was Neues, ne? Und dann ist wieder die Frage auch, was ist noch, wenn man in so einem Haus rumläuft, wichtig? Dass man immer wieder neue Triggerpunkte hat, dass man immer wieder was Neues hat, was einen reizt, dass man vor allen Dingen sich nicht verläuft, dass man mehr oder weniger gut geleitet wird, was hier extrem gut funktioniert. Muss ich wirklich sagen. Es ist wahnsinnig gut. Ich bin jemand, der verläuft sich leicht. Auch gerade in diesen Häusern, wo alles gleich aussieht. Dann hast du ja noch diesen Kniff, der auch toll ist für die Levelarchitektur und die Verwirrung generell, dass sich eben Dinge, wenn man nicht hinguckt, plötzlich ändern. Und das ist jedes Mal wieder schockierend, weil man irgendwie denkt, Moment. Und man weiß es aber eben nicht mehr genau. Man weiß nur nicht, habe ich nur nicht richtig hinguckt, habe ich mich nicht richtig erinnern oder so. Und denkt so, ja, gehe ich da nochmal hin, da war doch was. Und dann gehst du da hin und dann ist da auch was. Was ich daran toll finde, ist, dass man gelenkt wird, ohne dass man es als solches empfindet. Das ist schlauchig, aber es bietet einem immer wieder so kleine Bubbles, in denen man dann frei rumlaufen kann, bis dann wieder die nächste Bubble kommt. Und nur so könnte man hier überhaupt klar durchs Spiel kommen, weil einfach in dem Spiel sich ja die Architektur so krass ändert, dass das ja alles irgendwann gar keinen Sinn mehr ergibt. Ja, wir haben es ja gesehen, ich bin runtergegangen zweimal, bin oben angekommen, bin oben runtergegangen, war plötzlich in dem Raum, wo ich eigentlich hin wollte. Also es ist so komplett random und das Spiel bringt einen immer dahin, wo man sein muss. Es ist aber dazwischen vor allen Dingen ein Walking Simulator mit Grusel-Setting, geilem Ton. Da sind wir bei einer der weiteren wichtigen Elemente in solchen Spielen, dass der Ton geil ist, dass man das Gefühl hat, ich bin in diesem alten Haus. Regen ist eine sehr gute Idee, Blitze, all dieser Kram, Setup, tontechnisch richtig toll. Da kann ich auch nicht meckern. Dann auch die Momente, wenn mal so, ja, wenn so ein bisschen was Atmosphärisches passiert, der Grusel ein bisschen aufgedreht wird, dann hat man oft, hier die Musik auch, hat man oft immer schöne Momente, die gut funktionieren. Das Ganze ist einfach doch sehr rund, muss man sagen. Eine Sache, die mir nicht so gefällt, es ist, naja, was heißt nicht so gefällt? Ich weiß ja, was für ein Spiel ist, aber ich hätte irgendwie noch gerne ein bisschen mehr Horror-Grusel gehabt. Aber da bin ich vielleicht einfach beim falschen Spiel. Für mich ist die Atmo hier besonders wichtig und diese allgemeine Stimmung, die man hat. Also es ist wirklich so eine düstere Stimmung, die einem jetzt nicht krass Angst macht,
Aber also es ist zum Beispiel ein Visage, ne, wo die Viecher immer kommen, sobald man irgendwie kein Licht mehr hat oder so. Das sind ja so Regeln, die gelten hier nicht. Hier läufst du durch, bis was passiert, dann nutzt du deine Lampe und kannst irgendwelche Elemente in der Grafik verändern. Das ist nicht wirklich beängstigend, gibt einem jetzt keinen höheren, schnelleren Puls und ist aber einfach nur eine schöne Idee, um ein bisschen was zu machen. Sagen wir doch mal ehrlich, um irgendwas zu machen. Jetzt kommt mein Fazit nach diesen 3 Stunden. Holt's euch. Meiner Ansicht nach, wenn ihr auch Bock auf sowas habt, holt's euch, weil es ist wirklich mit einer der besten Titel in diesem Genre. Es ist halt kein Survival Horror. Es ist auch kein Amnesia, wo du zusammengekauert hinter der Ecke, hinter der Kiste sitzt und fragst, wann kriegt mich das Monster. Das ist einfach eine andere Form von Spiel. Hier ist der gepflegte Grusel im Herrenhaus noch Thema. Das kann ich euch sagen. Ich finde, das war jetzt ganz gut zusammengefasst. Das ist auch noch so eine Sache, die werde ich jetzt einmal sagen. Ich werde es immer wieder in Zukunft bei jedem Video sagen. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich das jetzt durchspiele. Ich kann das bei keinem meiner Spiele garantieren, dass ich es durchspiele. Deswegen nehmt das mal als One-Shot. Nehmt das, bis ich einen zweiten Teil habe, ab jetzt immer als One-Shot. Eine Version, 3 Stunden gespielt. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Ihr könnt selbst überlegen, ob es euch gefällt. Wenn ich irgendwann nochmal den Horror-Jeeper habe, dann werde ich das auch nochmal weiterspielen und auch gerne nochmal hier 1, 2, 3 Runden drehen in der Geschichte. Aber ich kann nicht alle Spiele gleichzeitig spielen. Ich werde Amnesia jetzt anfangen, weiter zu spielen. Ich habe Layers of Fear gemacht, weil es halt gerade rauskam. Ich weiß, jetzt sagen die Ersten, doch bitte durchspielen. Aber Leute, ich sage es immer wieder, ich kann nicht alle Spiele durchspielen. Ich kann es einfach, es ist zeitlich einfach nicht möglich. Insofern muss ich da einfach auch realistisch, und ihr seid dann immer traurig und ich bin dann immer unter Druck und am Ende hat keiner was von. Nicht ganz wichtig, aber auch nicht unwichtig, dass es mich auch nervt, wenn immer wieder gemeckert wird, dass ich Spiele nicht zu Ende spiele, obwohl ich so viele Spiele zu Ende spiele. Mehr als jeder andere von Rocket Beans. Ich glaube, es gibt niemanden, der so viele Spiele durchgespielt hat wie ich in den letzten Jahren, aber auch in den letzten 2 Jahren. Was ja auch einfach mein Ding ist so, aber ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht, es ist nicht möglich. Ich kann mir die Zeit auch nicht aus dem linken Sackloch schneiden. Okay, ich hoffe, ihr versteht. Die Invincible-Demo ist 10 Minuten lang. Das ist geil. Dann machen wir die, hängen wir die noch dran. Hängen wir doch mal die Invincible-Demo dran. Okay, das war jetzt hier meine Meinung zu Layers of Fear. Holt's euch oder auch nicht. Auf jeden Fall wird das Spiel nicht der Grund sein, wenn ihr keine Freude damit habt. Sondern habt ihr vielleicht am Anfang einfach was Falsches erwartet. Oder ihr seid halt einfach so hart, dass ihr nicht zu schocken seid. Oder ihr habt eine extreme Aversion gegen Farben. Das kann natürlich sein, wenn ihr ein Problem habt mit Ölgemälden. Dann ist es vielleicht das schlimmste Spiel, was ihr hier spielen werdet. Ernsthaft, holt's euch noch, bevor ihr euch den ersten und den zweiten Teil einzeln holt, weil die sind schon ein bisschen älter, die sind gut, aber das hier ist auf jeden Fall nochmal feiner und es passt so gut zusammen. Ich würde mir mir sehr wünschen, dass diese Reihe weiterlebt und vor allen Dingen auch einen weiteren Teil, nochmal einen neuen Teil generiert, weil ich glaube, das ist eine sehr schöne Idee. Und wir haben jetzt noch gar nicht gesehen, wie man in diese Gemälde manchmal reingeht. Das hat auch noch so, das wird alles nochmal viel abgefahrener, so viel kann ich schon mal sagen. So, nun hören wir auf. Und spielen jetzt eben nochmal eine kleine Runde was anderes. Genau, Invincible, die Demo zu Der Unbesiegbare, einer sehr tollen Geschichte. Im Cypher-Universum angesiedelt und gleich nach der Werbung machen wir das alles, aber da machen wir kurz erstmal Werbung und ich starte hier alles neu, mach die Texte neu und so. Bis dann, bis gleich. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!